Oh, wie überlebst du das? Wir rennen zu schnell voran hier. Hier hoch! Los jetzt! Verstehst du mich jetzt? Du bist abgeblieben. Ah, da bist du ja. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist gut. Komm jetzt, Trantüte. Hör zu, der Leuchtturm hat einen Keller, der ist wie ein Bunker. Wir können uns da verstecken und warten, bis die Drogen nachlassen und den Wärtern die Munition ausgegangen ist. Hör zu, ist verdammt eng hier in den Höhlen, aber ich kenne alle Abkürzungen. Okay. Das sind Halluzinationen. Das ist es. Die Wärter haben Drogen ins Essen gemischt. Jetzt sind wir alle stoned. Scheiße. Und sie bringen uns zum Spaß um. Scheiß Bullen. Na, das ist bestimmt so nicht. Würde ich mir so sagen, dass das nicht so stimmt, aber... Hier geht's lang. Ich muss trotzdem mal gucken. Ich muss aufpassen, dass... Ja, wer... Das ist keine Halluzination, Mann. Weißt du das nicht? Ich bin ein paar von denen umgebracht worden. Ich wurde ein paar Mal umgebracht. Aber das weiß ich wiederum nicht mehr. Du bist zu schnell, das Problem. Ich bin nicht zu langsam, mein Lieber. Oh, der hetzt mich so sehr. Kann ich gar nicht... Aufpassen! Ich brauch dringend Somniumflaschen. Gibt's die Munition? Na super. Keine Somniumflasche. Es ist immer angezündet. Müssen wir noch hier warten? Die Uhr tickt. Gut, weiter so. Ich denke nicht. Komm ist jetzt, auch genug Sauerstoff hier drin? Hier gibt es genug Luft. Beruhige dich. Nicht so. Was ist mit Essen? Ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten... Red! Ja? Wenn die Lebensmittel alle sind, hier geht's lang. Wirst du der Erste sein, den wir fressen. Hier hoch! Los jetzt! Ist ja gut, Mann. Hier waren auch Leute eingesperrt, aber offenbar kann ich die nicht retten. Hier geht's lang. Wir sind fast am Leuchtturm. Komm schon! Ich komm ja schon, Mann. Ich bin ganz schön blutüberströmt, ganz was in Hektik hier in diesem Spiel. Ist ein Horror-Grusel-Shooter. Dass du mir geholfen hast, aber ich hätte es auch selbst geschafft. Also tu jetzt nicht so, als ob du mein Leben gerettet hättest. Diese Scheiße überlebe ich. Ich brauche niemanden. Okay. Sauber! Das ist es, wir sind sicher. Das ist wie ein Tresor. Hier kommt nichts rein. Ja. Yeah. Hast du was gesagt? Ja. Yeah. Was war das? Ich glaube, ich bin wieder stoned. Atme tief durch. Dieser Geruch. Was ist hier los? Das fühlt sich immer gut an. Er musste sterben, er war nicht interessant genug. Nicht wie du. Du weißt, wie es sich anfühlt. Sie haben einen Profi gebraucht, der den Schalter umlegt. Viele eifrige Sadisten wollten es. Aber ich war der Einzige, der die Arbeit ernst nahm. So ernst, dass ich das Gas selbst ausprobieren wollte. So ist eben Carnate, es bringt den Killer in dir ans Tageslicht. Es ist der perfekte Ort für dich und mich. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die sich im Licht sicher fühlen und denen, die sich in der Dunkelheit sicher fühlen. Welcher Typ bist du, Tormak? Weder einer noch andere. Ich glaube, jemand hier drauf. In der Gaskammer gibt es ein intensives Licht. Du siehst alles. Im Kontrollraum ist das Licht aus. Alles ist dunkel.
keiner erkennt dich. Ich mag dieses Gefühl. Und wie komme ich hier raus? Es gibt einen Grund, warum ich im Keller des Leuchtturms bin. Es ist der einzige Ort, an den der Strahl nicht gelangt. Ich blühe förmlich auf in dieser Dunkelheit. Jetzt sterbe ich hier und ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich liebe die Geschichte. Ich bin jetzt gestorben und ich weiß gar nicht genau, was ich dann eigentlich tun soll. Verdammter Mist. Ja, ich habe einfach nur drei Teile. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Sauber! Das ist es! Wir sind sicher! Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die sich im Licht sicher fühlen und denen, die sich in der Dunkelheit fühlen. Wie kann ich? Welcher Typ bist du, Torg? In der Gaskammer gibt es ein intensives Licht. Du siehst alles. Im Kontrollraum ist das Licht aus, alles ist dunkel. Keiner erkennt dich. Ich mag dieses Gefühl. Und irgendwie hier... Es gibt einen Grund, warum ich im Keller des Leuchtturms bin. Es ist der einzige Ort, an den der Strahl nicht gelangt. Ich blühe förmlich auf in dieser Dunkelheit. Ich liebe die Geschichte von Carnage. Jede erdenkliche Art des Mordens hat im Laufe der Jahre hier stattgefunden. Und ich beneide dich. Weil du sie alle wieder erleben kannst. Oh. Ich hab ja wohl jetzt geschafft zum... Das Gas, mit dem wir töten, ist farb- und geruchlos, nicht wahrnehmbar. Das war aber nicht genug. Ich dachte mir, die Leute sollen es kommen sehen. Wie es um ihre Beine, um ihre Finger kriecht und in ihre Nasen einbringt. Deshalb ist mein Gas grün. Die Farbe des Lebens. Ich habe eine Idee. Sie können Ihren Atem nur für eine bestimmte Zeit anhalten. Ich sehe gern zu, wie Sie es verfluchen. Ich habe eine Idee. Es war mir nie genug, also hob ich meine Beteiligung auf die nächste Ebene. Ich setzte mich selbst in die Gaskammer, aber ich starb nicht, nicht wirklich. Ich habe eine Idee, wie ich das machen muss. Ich muss den, wenn er da rauskommt, muss ich da reinpusten. Die meisten Leute arbeiten, um zu leben. Ich lebte für meine Arbeit. Wenn du einen Mann getötet hast, der um sein Leben winselte, und jeder gratuliert dir zu deiner guten Arbeit, kann man das mit nichts vergleichen. Auf den Schießen bringt das ja nicht. Ich hatte mir immer gewünscht, sie würden mich mehr beschäftigen. Meine Talente wurden nicht ausreichend genutzt. Es gab sicherlich genügend Leute, die verdient hätten, was ich bieten konnte. Man hätte sie nur zu mir bringen müssen. Ja. Komm schon, du kannst es besser machen. Oder schlechter. Ich muss den reinpusten und dann die Tür zu machen. So sieht's aus. Ich kannte die Leute, die ich hingerichtet habe, nicht. Die hatten mir nichts getan. Aber ich hatte das Sagen. Und das im wichtigsten Moment in ihrem Leben. Das ist Macht. Die Personen im Todestrakt sind nicht intelligent, erfolgreich auch nicht glücklich. Ich habe sie nur von ihrem erbärmlichen Elend befreit. Ein Gnadenstoß, sozusagen.
Ich weiß, du kannst es. Worauf wartest du? Jetzt! Das Spiel langweilt mich langsam. Ich hab's nie geschafft. Ich hab's nicht geschafft. So muss das aber eigentlich laufen. Das Spiel langweilt mich langsam. Wenn du in der Situation wärst, wer sagt dir, dass du nicht so viele töten würdest wie ich? Vielleicht hast du das ja schon. Ich schaffe es nicht, ihn reinzupusten. Das mag ich am Leben. Zuerst gibt es, dann nimmt es. Der erzählt gar nicht viel, der Typ, hä? Hat immer was zu erzählen. Die Personen im Todestrakt sind nicht intelligent, erfolgreich auch nicht glücklich. Ich habe sie nur von ihrem erbärmlichen Elend befreit. Ein Gnadenstoß, sozusagen. Der ist ausgewichen. Ich benutzte sie alle. Elektrischer Stuhl, der Strick, Gewehre. Aber das Gas war mein Favorit. Es ist so rein. Ich aus Versehen eine Granate geworfen, wollte ich gar nicht. Das mag ich am Leben. Zuerst übt es, dann nimmt es. Halt die Klappe, Mann, der erzählt dir so viel. Warum? Das mag ich. Ey, warum werfe ich mir eine Granate? Komm, ich. Zuerst gibt es. Ich verrecke jetzt hier. Ich verrecke jetzt hier, weil ich immer eine Granate werfe. Irgendwie komme ich in irgendeine Taste oder so. Ich gucke hier gerade. Aber ich habe das auch gar nicht hingekriegt. Ja, muss ich auch zergaben, aber das ist ärgerlich. Vielleicht mit dem Flammenwerfer. Das ist ja eine Gasform, der Typ, ja. Also ich muss den da in diesen Kessel reinpusten. Und dann kann ich die Tür zumachen und dann ist er weg. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die sich im Licht sicher fühlen und denen, die sich in der Dunkelheit sicher fühlen. Welcher Typ bist du, Torg? So. In der Gaskammer gibt es ein intensives Licht. Du siehst alles. Im Kontrollraum ist das Licht aus, alles ist dunkel. Keiner erkennt dich. Ich mag dieses Gefühl. Leider. Der Grund, warum ich im Keller des Leuchtturms bin. Es ist der einzige Ort, an den der Strahl nicht gelangt. Wir perren mich auf in dieser Dunkelheit. Halt die Klappe, das ist jetzt so viel. Ich liebe die Geschichte von Carnage. Nein, wieder nicht. Die erdenkliche Art des Mordens hat im Laufe der Jahre hier stattgefunden. Und ich beneide dich, weil du sie alle wieder erleben kannst. Das Gas, das wir hier töten, ist farb- und geruchlos, nicht wahrnehmbar. Das war aber nicht genug. Wie wird das alles kommen sehen? Wie es um ihre Beine, um ihre Finger kriecht und in ihre Nasen eindringt. Deshalb ist mein Gas grün. Die Farbe des Lebens. Ich will gerade irgendwas damit machen können. Sie können ihren Atem nur für eine bestimmte Zeit anhalten. Ich sehe gern zu, wie sie es versuchen. Es war mir nie genug, also hob ich meine Beteiligung auf die nächste Ebene. Ich setzte mich selbst in die Gaskammer. Aber ich starb nicht. Was mache ich? Was muss ich hier machen, freu mich? Die meisten Leute arbeiten, um zu leben.
Ich lebte für meine Arbeit. Wenn du einen Mann getötet hast, der um sein Leben winselte, und jeder gratuliert dir zu deiner guten Arbeit, kann man das mit nichts vergleichen. Was muss ich jetzt machen, freu mich? Ich hatte mir immer gewünscht, sie würden mich mehr beschäftigen. Meine Talente wurden nicht ausreichend genutzt. Es gab sicherlich genügend Leute, die verdient hätten, was ich bieten konnte. Jetzt! Oh ja! Das ist es. Jetzt habe ich es geschafft! Hermes is dead! Hermes ist dead, jetzt habe ich es endlich geschafft, ey! Meine, das war aber nicht so einfach, aber ich das so da verpeilt. Ich meine, habe ich keine Granaten geworfen. Naja, Hermes. Seit es zu der Katastrophe gekommen ist, war ich mehrfach von mysteriösen, giftigen, grünen Dämpfen umgeben. Jedes Mal gelang es mir zu flüchten. Und wäre das nicht der Fall gewesen, wäre ich wohl nicht mehr am Leben, um diese Zeilen hier zu schreiben. In dem Gas habe ich eine menschliche Gestalt gesehen, die die Aussicht auf meinen Tod mit Freude zu erfüllen schien. Könnte das Hermes gewesen sein, der jahrelang Henker in Abbott war? Wenn ich mich recht erinnere, hat er sich in der Gaskammer selbst das Leben genommen. Ja, hat er. Deswegen ist er auch noch gasig. Hat jetzt auch uns genug bequatscht, ey, konnte egal. Ja, ich mag es dann aber nicht dazwischen zu reden, wenn der was erzählt, ne? Ja, da habe ich versucht, irgendwie zu lösen, das Ganze, habe ich es jetzt hingekriegt. Und ja, jetzt können wir weitermachen. Er ist tot. Hermes, endgültig. Oh, ich krieg mal Zombie-Umflaschen wieder. Das finde ich super. Okay. So. Ah ja, wir haben es geschafft. Okay, wir haben das nächste Level erreicht. Es gibt ja leider 2 Folgen, aber ist auch egal, weil wir hängen einfach zu lange fest. Ist ja leider so. Aber egal, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Deswegen denkt in den Kommentaren unter die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.